Und der Kampf gegen den Terrorismus, das ist richtig. Putin soll gesagt haben, als die Amerikaner dann angefangen haben, Atomwaffen zu suchen im Irak, soll er gesagt haben, also wenn ich die Amerikaner wäre, ich würde welche finden. Naja, gut, das ist, das glaube ich auch, der hätte irgendwo welche deponiert, nicht? Und dann behauptet, ich war das sein. Also das ist, so darf man nicht spielen mit dem Weltfrieden. Ich sag das mit Humor gerade. Es gibt es nicht vieles im Moment in der Welt, das man nur noch durch Galgenhumor erträgt? Nein, dafür ist die Sache zu ernst. Wir haben in der Entwicklung der Welt, seit die Menschheit denken kann, nicht wahr, und Politik macht, geht es immer um die Frage, was ist die richtige Ordnung? Nicht? Und das ist im Grunde genommen auch eine moralische Frage. Was ist die richtige Ordnung? Und die alten Römer hatten die Pax Romana, es war aber keine Ordnung, sondern es war Vorherrschaft der Römer, die Zwei-Reiche-Lehre im Mittelalter und dann die Bourbonen mit der absoluten Monarchie. Die Nazis hatten eine Ordnungsvorstellung, die Kommunisten genauso. Die Islamisten haben eine Vorstellung, wie die Welt aussehen soll. Und wir müssen uns eben die Frage stellen, was haben wir für eine Vorstellung einer richtigen Ordnung. Und Sie meinen Aufklärung und Vernunft. Und dazu braucht man die Aufklärung und muss vor allem die richtige Frage stellen. Und die richtige Frage, die klingt ganz banal, aber die Antwort darauf hat natürlich knallharte Konsequenzen. Man muss nämlich fragen, wer ist ein Mensch oder was ist der Mensch? Wer ist ein Mensch? Und das ist in der Weltgeschichte höchst umstritten gewesen. Bei den Kommunisten musste der zur richtigen Klasse gehören, bei den Nazis zur richtigen Rasse, bei den Nationalisten zum richtigen Volk, bei uns in Deutschland natürlich zum deutschen Volk, bei den Fundamentalisten musste die richtige Religion haben oder darf keine Frau sein. So, das sind die falschen Menschenbilder. Und diese falschen Menschenbilder sind die Ursachen für die größten Verbrechen, die die Menschen begangen haben. Und deswegen müssen wir uns auch in der geistigen Auseinandersetzung darauf konzentrieren, das richtige Menschenbild mit der Unantastbarkeit der menschlichen Würde global durchzusetzen. Das ist ein großes politisches Ziel, das wir natürlich noch nicht erreicht haben. In meinem letzten Interview habe ich mit Professor Dück gesprochen und er hat gesagt, was wir im Moment vielleicht bräuchten, wäre so eine Art Ältestenrat mit Menschen wie Ihnen, die nicht mehr finanziell abhängig sind von irgendwelchen Funktionen, politisch abhängig sind, was die Popularität angeht, abhängig sind, die wirklich durchdachte Weise Ratschläge geben können. Ich frage jetzt einfach... Ich bitte Sie jetzt um ein paar weise Ratschläge. Was machen wir jetzt mit unserer Wirtschaftsordnung? Reicht die Transaktionssteuer oder brauchen wir nicht grundsätzlich, also müssen wir unsere Wirtschaften nicht neu denken? Und wenn ja, wie? Ja, also wir haben ein kapitalistisches Wirtschaftssystem. Das heißt, die Kapitalinteressen überwiegen. Nun ist das Kapital gar nicht schlecht. Man kann gar nicht genug davon haben, aber das Kapital hat den Menschen zu dienen. Man darf nicht die Menschen beherrschen, aber heute ist es gerade umgekehrt. Und deswegen muss dieses kapitalistische Wirtschaftssystem ersetzt werden, das ist eine politische Aufgabe, durch eine internationale ökosoziale Marktwirtschaft. Das ist das, was wir durchsetzen müssen. Das ist im Prinzip auch schon klar in den westlichen Demokratien, aber es wird immer noch behindert. Einmal durch die englische Regierung, weil die haben diesen Finanzplatz in London und weigern sich, eine internationale Finanzstrukturreform zu realisieren. Und dann haben wir in Amerika im Kongress die Republikaner, eine Art amerikanische aufgeblasene FDP, nicht wahr, die auch eine Reform dieser Finanzstrukturen verhindert. Das wird sich ändern. Der Cameron, also die Konservativen in England, werden die nächsten Wahlen verlieren und die Republikaner werden Amerika nicht gewinnen. Und dann ist auch politisch der Weg frei für eine notwendige Reform. Und jetzt bitte die Weisheit im Bereich des Friedens. Also wir haben jetzt gerade über die Islamisten gesprochen, wir haben Fundamentalisten aus allen Religionen, also wir haben auch aus
Christen, die fundamentalistisch sind und kämpfen wollen, wir haben Juden, die fundamentalistisch sind und kämpfen wollen, und wir haben Muslime, die fundamentalistisch sind und kämpfen wollen. Aber wir sind eines der Länder, die mit am meisten an all diese Gruppen liefern. Also würden Sie bei einem Nachbarn, wo Sie wissen, da ist, hängt der Hausfrieden schief, würden Sie dem jetzt irgendwie Waffen geben? Wieso machen wir das, und wie sollte sich das weiterentwickeln in den nächsten Jahrzehnten? Ich bin für ein absolutes Exportverbot von Waffen in diese Krisengebiete. Das ist übrigens auch geltendes Recht. Und die Bundesregierung liefert keine Waffen direkt an diese Länder, aber eben an andere Länder. Und über diese Länder gelangen dann deutsche Waffen in die Hände auch von Diktatoren. Nicht? Das ist gar keine Frage. Das muss viel genauer überwacht werden. Nicht, da wird es einem ganz schlecht, wenn man einmal sich überlegt, wie viele Leute umgebracht werden mit Waffen, die aus Deutschland stammen. Aber wir kriegen das ja als Bevölkerung nicht mit, weil das Sicherheitsfragen sind, auch der Export, und ist nicht transparent. Wie kann man da schärfer hingucken? Ja, das ist die Frage des Parlaments. Nicht? Das beschließt das Kabinett. Da gibt es ein Sicherheitskabinett, in dem die ganzen Waffenlieferungen beschlossen werden, das ist nicht das gesamte Kabinett, aber das Parlament muss darauf bestehen, dass auch die Beschlüsse dieses Kabinetts ständig kontrolliert werden. Und das geschieht nicht in der Präzision, wie das notwendig wäre. Zum Schluss, Herr Geißler, nenne ich immer drei Begriffe und bitte um drei Assoziationen. Humor. Ist etwas, was man in der Politik auch haben müsste. Nicht deswegen, weil Politik eine Art Sportveranstaltung ist, dafür ist die Sache zu ernst. Aber man muss auch die politische Auseinandersetzung so führen, dass andere nicht verletzt werden, dass man auch mal lachen kann. Es gibt ganz gute Witze, politische Witze. Angela Merkel. Ja, Angela Merkel ist gut, dass wir sie haben, nach meiner festen Überzeugung. Und sie muss jetzt der Gefahr begegnen, nachdem die SPD den Peer Steinbrück aufgestellt hat, dass nun plötzlich auch in der Union der eine oder andere Dummkopf daherkommt und Betonkopf, der sagt, also das hat jetzt der Steinbrück gesagt, müssen wir dagegen sein. Das ist ja der große Quatsch, den wir in der parteipolitischen Auseinandersetzung haben. Das heißt, wenn der Steinbrück für eine Kontrolle der Banken sich ausspricht, dann muss es die CDU erst recht vertreten. Da habe ich aber noch eine Nebenfrage. Glauben Sie, dass es mittlerweile in der Bevölkerung Menschen gibt, die nicht unterscheiden können, ob Peer Steinbrück von der Union ist oder von der SPD, und Frau Merkel bei ihr auch nicht wissen, ob sie von der Union oder von der SPD ist? Das ist eine Erfindung der Journalisten und der Publizisten. Die Leute wissen das ganz genau. Und natürlich gibt es grundsätzliche Unterschiede. Wir haben gerade über ein paar Fragen geredet, über Menschenrechtsfragen. Das hat immer eine Rolle gespielt in der Auseinandersetzung. Die CDU ist eine bedingungslose Europapartei für Europa und müsste auch für die unabdingbare Durchsetzung der Menschen- und der Frauenrechte sein. Also es gibt genügend Unterschiede. Außerdem geht es heute nicht mehr um diese Begriffe links oder rechts. Das ist vorbei, nicht wahr? Was ist links, was ist rechts? Früher war einer rechtsradikal in den Augen mancher Leute, wenn er morgens pünktlich zur Arbeit gekommen ist, und ein anderer galt als linksradikal, wenn er eine berufstätige Frau hatte. Das ist alles vorbei. Was heute viel entscheidender ist, ob eine politische Partei in der Lage ist, nach vorne zu schauen, Konzepte zu entwickeln für die Politik von morgen und eben auch eine qualitativ gute Politik betreibt. Nicht? Also modern und qualitativ gut, das sind die Unterscheidungsmerkmale. Dritter Begriff, Peer Steinbrück. Der Peer Steinbrück hat mir als Finanzminister zusammen mit der Bundeskanzlerin Angela Merkel ganz gut gefallen, weil sie haben zusammen diese Finanzkrise für Deutschland gemeistert. Das heißt, das ist kein Scharlatan,
Das ist auch kein Windmacher, das ist auch keiner, der mal so oder so redet, den muss man ernst nehmen. Herr Geißler, ich danke Ihnen für dieses Gespräch und wünsche Ihnen noch fantastische Jahrzehnte mit der Aufklärung. Ja, vielen Dank. Ich habe, wenn ich das so sagen darf, ich meine, ich bin ja 82 Jahre alt. Und dann habe ich, darf ich das noch sagen? Ich bitte darum. Ja, dann habe ich gedacht, ich habe in meinem Garten einen Kirschbaum. Und jetzt im Frühjahr, wunderbar geblüht, sehr schönen großen Garten. Und da habe ich plötzlich gedacht, wie oft siehst du das eigentlich noch, dass der Kirschbaum blüht? Und da habe ich gedacht, also nach allgemeiner Meinung sehe ich das vielleicht noch 4-mal oder 5-mal oder 6-mal. Und dann habe ich zu mir gesagt, ich sehe bei mir überhaupt keinen Anlass, warum ich sterben sollte in der nächsten Zeit. Und habe ich gedacht, das muss ich selber in die Hand nehmen. Das lasse ich nicht auf mich zukommen, ob ich das noch 5-mal sehe oder vielleicht 15-mal. Und habe einen Pakt mit mir selber abgeschlossen, eine Agenda. Jetzt nicht eine Agenda 2010, sondern eine Agenda 102. Das heißt, ich habe mit mir vereinbart, dass ich das Herz, die Nieren, meine Lunge, die Leber als meine Freunde ansehe, die ich nicht schädige durch Alkohol oder Nikotin oder durch Faulheit, sondern dass die mir helfen, diese 102 zu erreichen. Das heißt, dass ich den Kirschbaum noch 20 Mal blühen sehe. Das ist ein schönes Schlusswort und ich bedanke mich sehr. Danke schön, Herr Geißler. Und ich danke euch, meine lieben Abonnenten. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.